Hallöchen, meine kleinen süßen prähistorischen Streifenhörchen. Weiter geht es mit The Last of Us Part 2. Mal wieder. Und wir sind mit Abby etwas, da habe ich nicht aufgepasst, wann das war, wieder unterwegs. Wir sind auf jeden Fall wieder im Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Scheißerinnerung jedes Mal durchleben. Aber es sieht alles danach aus. Aber immer ein bisschen verändert. Oder das war gerade eine Erinnerung kurz vor der OP. Ja, ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Zettel, Tag 3. Owen? Ich bin's nur. Warum bist du noch wach? Ich habe Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Lev will nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Top-Sky-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby. Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird ja noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Warum haben die eigentlich immer alle diese Narben im Gefäß? Mel, jetzt bist du aber das Arsch. Bist du aber scheiße. Weißt du, Happy hat sich, glaube ich, gerade versucht zu entschuldigen oder so. Keine Ahnung. Ja. Lev, komm bitte zurück! Und du hast voll abgewiesen.
Ich meine, gut, es ist wirklich ein bisschen komisch, dass der Charakterentwicklung, der Wandel gerade jetzt von Warum Abby. will Lev nicht nach Santa Barbara? Obwohl, das spielt ja alles gleichzeitig, ne? Das ist nicht. Mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Spielt ja parallel zu Ellie. Fiesta Bay, interaktive Erlebnispools. Boah, das mega nice. Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihrer Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Moon Jellies. Deswegen, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev, komm schon raus! Lev! Boah, der Kleine ist echt angepisst, wenn der nicht antwortet. Was steht denn da? Ja doch, hier, die Ohrenqualle von Glowcape. Also Moon Jelly steht da. Moon. Oh, ein Piratenschiff. Shipwreck Cove. Ja, Schiffswrackhöhle. Cove. The Cave. Ist das ein A? Lev? Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Haie. Er liebt Haie. Aber hat Angst vor Hunden. Haie und hast das Meer, hm? Das Meer. Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Hörst du das? Lev! Ah, der liebe weiße Hai von nebenan. Wer kennt ihn nicht? Oh, ich liebe das, diese. Oh, ne, ist jetzt nicht drauf. Schade. Oh Gott. Oh, what the fuck? Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Okay, pass auf. Oh, ein Quietscher. Quietscher, Thaddeus. Oh, hier, hol mal. Holz, Mädchen. Quietsch. Voll cool. Oh, voll cool, wie das hier aussieht. Dass du nochmal wirfst. Okay, einmal noch. Kann ich das darüber werfen? Ja, so schnell. Oh, das sieht voll geil aus. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Ganz ehrlich? Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein, versprochen. Cool, ne? Ganz ehrlich, Leute, das sieht so geil aus. Vor allen Dingen, wisst ihr, wie viel Kilo... Weil das ist Flüssigkunststoff, das sehe ich. Das ist Flüssigkunststoff. Das muss Flüssigkunststoff sein. Weißt du, was das kostet? Ey, das Museum wäre pleite, also. Keine Chance. Man kann das auch anders darstellen, glaube ich. Ah, das sieht mega geil aus. Das sieht so cool aus. Was ist? Einmal noch. Komm, einmal noch. Ich kann wirklich nicht aufhören, aber einmal noch. Ja. Hammerhai. Wir sollten weiter nach ihm suchen. Schon wieder am Regnen. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, wer könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt?
Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich hab 'ne Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Ja, sorry, gerade noch einen Kaffee getrunken. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Er wird die Frau der Ältesten. Was ist denn los mit dem? Wollen die dem zur Frau machen, oder was? Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Alter Falter. Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Och, hätte ich hier runtergehen können? Nö. Hier muss es noch irgendwas geben. Ich zweifle, dass nach so langer Zeit die T-Shirts noch in Ordnung sind. Nein. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Ey, das ist voll cool. Ja, Swim Swim. So ein T-Shirt hätte ich gern. Ey, die hat überhaupt keinen Geschmack. Oder das hier mit dem Hai. Das wäre cool. Oder das mit dem Wal. Swim Swim. Das ist süß. Boah, schüttelst du langsam. Ich schüttel den Controller gerade wie so ein Gestörter. Siehst du, was das sich lohnt? Nein. Such weiter. Hier ist ein Pelikan. Das haut nicht hin, es sei denn, man kann das Gerät da oben drehen. Nee, egal. Warum sehen viele Sachen noch total neu aus? Das dürfte gar nicht passieren, Spiel. Ich weiß schon was. Hab schon gesehen. Ich will mal umgucken. Gibt's noch eine Münze oder so? Ach, war ja klar.
Kein Loot für Muffy. Okay, dann nehmen wir ihn doch in die Hand. Ich würde den erstmal waschen. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium, mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja, er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, ist es nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Wem? Seiner Mann. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lasse sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Ist Mel nicht warm oder was? Er ist ja kalt oder was? Eine dicke Winterjacke. Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Oh Mann, Lev, ich habe extra für dich einen schönen Hai rausgesucht, weil du ja so auf Haie stehst und dann bist du einfach weg. Nutzen Wolfs diesen Ort? Wir legen ein paar unserer Boote. Okay. Wartet mal, lohnt sich es eigentlich mal einen kurzen Blick zurückzuwerfen? Ob hier eine Münze oder so liegt? Kansas. Rockerman, Kansas. 1861, New York. Nicht schlecht. Ich glaube, es gibt 26 Münzen oder so. Irgendwie regnet es immer in The Last of Us. Als ob das zur Dramatik beisteuert, was ich aber nicht finde. Wow. Das wird auf nichts. Ach, auf einmal hast du Angst oder was? Wie komme ich denn jetzt hier weiter?
Ich hab dich. Ich schaff das. Auf geht's. Ich hab eher Schiss gehabt, dass der Aufzug abstürzt, als dass mir irgendwas anderes passiert. Vorsichtig. Da ist nichts drin, okay. Hey, Jera, da könnt ihr euch mal eine Scheibe von abschneiden. Ist hart im Nehmen, die gute. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind die sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Lenora Station. Sand Station. Ah. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, klar. Sie wird das anders sehen. Ja, da wird sie erstmal wundern, warum er das tut, warum sie das tut. Was sämtlichen Loot hier mitnehmen. Aber warum müssen das Wasserzeugs eigentlich immer so laut sein in dem Spiel? Ich nehme erstmal noch ein Dings. Komm, dann habe ich das auch fertig. Haben wir von hier zum Yachthafen? Sieht aus, als müssten wir außen rum. Okay. Hier runter. Alter, sorry, ich nehme einen Schluck Kaffee. Ein der Hosen? Nee, das war meine Fahne. Bei deinen Arm trocken. Es ist schon zu spät. Okay, wir müssen wohl anscheinend dahin. Ich wollte aber eben noch mal gucken, aber hier scheint nichts zu sein. Ja gut, wir sind am Rand, ne? Am Hafen. Klar, dass hier so viel Wasser ist. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Hä? Bin ich falsch gelaufen oder was? Oh, ich bin zurückgelaufen. Ich sag nichts dazu. Oh yeah, baby. Vielleicht doch da oben? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Nice, Jara. Stopp. Ich mach das. Ja, weil das auch so funktioniert. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass die Kanalisation jetzt der sauberste Ort der Welt ist. Läuft ja eh kein Pupu mehr durch.
Seite. Bis zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Na? Brauchst du Sauerstoff? Yara. Lass uns erstmal hier umschauen, Yara. Big Fat Crab Shack. So viele Teile hier. Nice. So, ordne Notiz, meine Freunde. Ah. Ach, spielen die Galgenmännchen. Auf jeden Fall noch. Fanatisch. Nee, A ist ja schon weg. Nee. Fanatisch. Glaube ich, ist das Wort. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das Wort wisst. Ja. War so klar. Okay. Wir müssen die Leiter hoch. Ich glaube, Java ist da schon hochgeklettert. Nee. Bleib auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaff das, okay? Was ist da los? Okay. Hallo? Den Hecken schützen oder was? Alter, wer stirbt denn hier? Also irgendwas muss gerade passiert sein. Es kommt nämlich auch so eine, ja, wie sage ich jetzt, traurige Musik oder so? Nein. Runter! Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Mach eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Dann los! Ja, Moment, oh no, Momento, ihr beiden. Ihr Schnuckis, hallo. Unten bleiben. Er hat mein ganzes Team getötet. Okay. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir ja gleich. Eindringlinge. Wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir gleich. Bis dahin. Jetzt halt doch mal die Fresse. Verdammt nochmal, Manny. Nee, Spaß. Ja, es geht ja gleich weiter. Wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir gleich. Bis dahin. Wer die andere Folge nicht sieht, einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Muffi. Und tschüss.